Quatsch, falscher Anfang. Doppelpiece, Metal, Leute! Yo! Doppelpiece wollt ihr machen? Doppelpiece, ich bin Tanzenduro! Ah, ich hab kein Doppelpiece! Doch, ich hab. Boah! Ich hab ein Doppelpiece hier! Tanzduro! Tanzduro! Tanzverbot, ich liebe dich! Na jetzt ernsthaft! Was war das? Meine Borddinger. Achso. Yo, 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 meine Freunde! Simduro und ich sind jetzt in der Walachei, aber auf dem Weg. Also ihr könntet ja schon mein Moped holen. Moped? Mein Moped. Okay. Mein Kaki. Wird jetzt so ein kleiner, kurzer Vlog werden. Wir haben uns extra unsere schönen Helme um Safety First, wisst ihr? Ja, willst du nicht sagen? Wir haben Helme auf, weil wir zu schön sind. Eure Frauen rennen euch sonst weg. Nee, wir sind feige. Wir haben Mikropenis. Und wir trauen uns einfach nicht, unsere Gesichter zu zeigen, weil wir zu dolle Angst haben. Man sieht doch an der Nase des Mannes. Den Johannes. Und weil der so, wisst ihr? Weil wir eingedrückte Nasen haben. Ja, die gehen da in. Ja, ist ja klar, bei eingedrückt. Man sagt doch, umso dicker das Auto, umso größer der Penis. Und ich fand Bus. Nee. Ein Smart. Ach so. Ich habe gedacht, umso größer das Auto, umso kleiner der Penis. Ist ja. Naja, also ich fahre keinen Bus. Nee. Fahr mal auch ein großes Auto. So, wir müssen aufhören. Ich sehe nichts. Mein Visier ist dicht. Naja, gut. Wir werden euch jetzt noch während der Fahrt ein bisschen nach vorne unterhalten und dann... Macht's gut, meine Freunde! Nee, Quatsch, nicht macht's gut. Muss ich ja nachher sagen. Man hört sich. Ja, nicht. Wir kommen nicht an den LKW vorbei, weil wir in einem langsamen T5 sitzen. Der hat nur 105 PS. Der hat nur 105 PS und wir kommen da nicht vorbei. Und wir fahren schon 300 Kilometer, fahren wir hinter diesem LKW hinterher. Suppel, 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 Suppel. Alter, hast du auch Pizza gegessen? Was geil. Was machst du hier? Mama, was komm ich hier? Scheiß doch, Junge! Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Stunden später. 3 Stunden später. Hat jemand einen Zug gesehen? Wir suchen einen Zug. Irgendwann später. Da kein Zug? Da kein Zug? Nixer Zug. Nix Zug. 20 Minuten später. Ach ja, hätten wir halt, ey, muss wenn wir Autobahn fahren. Ja. Kommt ja keiner an. Na, wie sagt ihr nicht, ey, da ist Bandschranke. Nicht gut. Bandschranke oft unten. Wo ist dieser scheiße Zug? Zeig mir diesen scheiße Zug. Sonst dreh ich dir ab deinen Kopf und deinen scheiße Hals. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Der Zug, Ach du Scheiße. Die Alma. Dafür 3 Stunden. Alle schuld. 3 Stunden. Ihr habt alle gefickt. Was? Da kommt noch ein Zug. Nee. Mhm. Oh, lass die 105 knacken, Alter. Komm hier. Woo! Hat da richtig Angst, so Zug gedrückt. Er hat dich grüßt, Alter. Ich hab ihn gegrüßt. Wir kennen ja alle. Jetzt rechts. Links. Jetzt. Hier. Links. Ja, hier. Alter, du hast eine Links-Rechts-Schwäche, ja? Du hast eine Links-Rechts-Spreche, Alter. Spreche-Schwäche. Und ich hab einen Sprachpfeiler. Klopfklauer, Alter. So, noch 8,6 Kilometer. Dann haben wir 400 Kilometer heute geruppt. Mein Sprachzentrum ist verschmort durch die Warterei an der Schranke.
Alle guten Zwicker, die jetzt das Video schauen, Hashtag guten Zwick bitte in die Kommentare. Für guten Zwick? Also das ist der Ort hier. Hat der einen Hut auf der Sitzbank? Ja, der hat keine Freunde, Alter. Ach so. Der muss dann so aussehen, als ob der ein Beifahrer sitzt. Ja, so fahre ich immer mit meiner Simson rum, weil ich da auch immer so alleine bin. Hast du deinen Hut auf dem Rücksitz? Ja, ich pack den immer drauf. Du legst aber gerne nur Handschuhe auf dem Schutzblech. Oh, ja. Und fahr dann damit spazieren. Ich hoffe immer, dass mich andere Leute dadurch anquatschen und dass ich jemanden kennenlerne. So, 1,6 Kilometer noch. Normalerweise ist da ein Klettverschluss auf dem Schutzblech. Du hast nicht eingetragen gekriegt, ne? Nee, musste ich abmachen. Ja. Das ist eigentlich nur, um Leute kennenzulernen und zu mich anquatschen. Ey, du hast deine Handschuhe drauf vergessen. Und dann kann ich mal sagen, oh schön, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wissen und Sie, die Dellenhosenstall auf. Erstmal winke ich seinem Freund zu. Tschüss. Das war aber ein netter Beifahrer. Ey, die Kamera weiß, dass wir im Auto sitzen. Warum denn das? Da steht Automodus. Boah! 150 Meter abbiegen. Wer den Witz verstanden hier, hat, hier, muss hier, ein Like geben. Hier rein, hier rein. Ach so. Hier rein. Boah! Alter! Yo! So, meine Freunde, dann bis zum nächsten Video. Ciao!